Die NBA Free Agency 2024 hat offiziell begonnen. Seit heute Nacht 0 Uhr deutscher Zeit läuft einer der spannendsten Abschnitte des NBA-Kalenders. Spieler dürfen mit anderen Teams über neue Verträge verhandeln. An keinem Tag im Jahr wird so viel gewechselt wie am heutigen. Der 1. Juli ist Jahr für Jahr ein absoluter Banger. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, schon mal so einen in Anführungszeichen langweiligen Start in eine Free Agency-Periode erlebt zu haben wie heute. Wir mussten lange warten auf die ersten richtigen Wechsel, mit viel Geld wurde nicht um sich geworfen, viele Wechsel gab es generell nicht, aber woran könnte das liegen? Meiner Meinung nach reden wir hier über eine Kombination aus mehreren Faktoren. Zum einen hat sich in den letzten Jahren ein genereller Trend abgezeichnet, dass Stars nur noch super selten Free Agents werden. Mittlerweile fordern sie entweder Trades, bevor ihre Verträge auslaufen, oder sie unterschreiben frühzeitige Verlängerungen. Ich glaube, die Zeiten, in denen die Top 15 Spieler einfach so vertragslos auf dem freien Markt sind, sind erst einmal vorbei, weil Teams sie halt auch nicht mehr einfach so ohne Gegenwert gehen lassen wollen. Ein weiterer Grund für diesen langweiligen 1. Juni ist, dass zum ersten Mal Teams mit ihren eigenen Spielern bereits einen Tag nach Ende der NBA Finals verhandeln dürfen. In der Vergangenheit sahen wir solche Siakam, Ananobi, Quickly und Co. Deals, wo die Spieler bei ihren bisherigen Teams bleiben, erst um 0 Uhr des 1. Juli. Dieses Jahr verteilte sich das auf die letzten beiden Wochen vor heute. Und 0 Uhr ist ein schönes Stichwort. Früher konnte man wirklich auf diese eine Minute warten und bekam dann erst einmal 20 Deals auf einmal gefühlt, wo wir alle wussten, dass Spieler und Teams sich schon vorher geeinigt hatten, und laut NBA-Regeln ist das nun mal verboten und wird auch bestraft. Also sind Teams, Spieler, Agenten und Newsbreaker dieses Jahr sehr vorsichtig gewesen, alle News verzögern sich erst einmal um eine halbe Stunde, niemand will bestraft werden und gegebenenfalls Draftpicks oder so verlieren. Mit Geld wollte auch so keiner so richtig um sich werfen, die Einschränkung der First und vor allem Second Apron schweben über all dem, Teams gehen super sparsam mit ihrem Capspace um, wenige Teams haben auch nur welchen, mit Geld wird nicht gerade um sich geworfen, weil Teams verständlicherweise sehr zögerlich sind, über diese Luxussteuergrenzen drüber zu gehen. Und abschließend, der in meinen Augen auch letzte Grund für diesen langsameren Start der Free Agency ist der Paul George Domino, welcher erst ganz am Ende von Tag 1 gefallen ist. Viele Teams waren von seiner Entscheidung beeinflusst und darum warteten Teams wie Orlando, die Clippers, Sixers und Warriors eben auch noch ab, weil sie halt nicht wussten, wann das Ganze passiert und wie sich der Shooting Guard entscheidet. Aber was denn genau alles so passiert? Welche Spieler sind gewechselt oder haben verlängert? Wer sind die Gewinner und Verlierer des ersten Tages der 2024er NBA Free Agency? Los ging's mit den News, dass Kevin Love zurück zu den Miami Heat gehen wird. Der NBA Champion von 2016 verzichtete gestern noch auf seine Spieloption und wird nun einen Vertrag über 2 Jahre und 8 Millionen Dollar in South Beach unterschreiben. Viel spannender ging's da nicht weiter. Die nächsten News kamen vom amtierenden NBA Champion aus Boston. Luke Kornet bleibt im Team erhalten und wird einen Einjahresvertrag unterschreiben. Und dann kam der erste Knaller, die Orlando Magic sicherten sich einen der begehrtesten Rollenspieler auf dem Markt, und zwar Kentavious Caldwell-Pope. Dieser ist nur einer von 2 Spielern, der andere ist Jrue Holiday, welcher in diesem Jahrzehnt, also den 2020ern, mit 2 verschiedenen NBA-Teams Champion wurde, 2020 mit den Lakers und 2023 mit den Nuggets, und nun geht's für ihn nach Florida. 3 Jahre, 66 Millionen Dollar, absolut fair für beide Seiten und absolut verdient für einen Spieler, der perfekt in dieses Team reinpasst. Orlando braucht Shooting dringender als alles andere. KCP ist ein 40% Shooter auf seine letzten 4 Jahre gesehen, bringt gleichzeitig richtig gute Wing-Defense mit. Orlando verliert also nichts an ihrer Identität am defensiven Ende. Einfach ein klasse Two-Way-Rollenspieler, der genau die Baustelle im Team angeht. Ein erfahrener Veteran, der mit seiner Erfahrung dem jungen Kern weiterhelfen wird. Und er ist günstiger als beispielsweise ein Bruce Brown letztes Jahr für Indiana. Orlando behält weiterhin ca. 30 Millionen im Potenzial Capspace, sie werden also lange noch nicht fertig sein, aber das ist ein klasse Deal für sie. Und für Denver ist es halt in meinen Augen eine kleine Katastrophe. Letztes Jahr verlierst du einen deiner wichtigsten Rollenspieler mit Bruce Brown, dieses Jahr erneut einen deiner wichtigsten Rollenspieler mit KCP, mitten in Nikola Jokic's Prime. Das ist ein ganz herber Verlust, der in meinen Augen richtig, richtig wehtun wird. Zumal du immer nicht den Capspace hast, um ihn so richtig zu ersetzen. Danach sickerten die News durch, dass 2 Spieler die Los Angeles Clippers wohl verlassen werden, Paul George in der Free Agency, und für Russell Westbrook wird man wohl versuchen, einen Trade-Partner zu finden, eventuell Denver. Das sind beides herbe Verluste für das Team, eine absolute Katastrophe ist, dass PG-13 geht, dazu später noch mehr, und auch Westbrook war echt wichtig für diese Truppe. Weiter ging's dann mit ein paar kleineren Deals, die Warriors waveden Chris Paul, dieser wird sich nun Victor Wembanyama und den San Antonio Spurs anschließen. 1 Jahr, 11 Millionen Dollar, ein cooles Pickup für das Team aus Texas, das ansonsten in meinen Augen nicht viel richtig gemacht hat in den letzten 14 Tagen. Paul ist zwar bereits lange nicht mehr in seiner Prime, versteht es aber trotzdem, wie kaum ein Zweiter, seinen Big Man in Szene zu setzen. Wir reden über den besten Playmaker und Passspieler, den Wemby je an seiner Seite hatte, das wird ihm schon helfen.
Jemand, der die Offensive organisieren kann, ihn füttert und in Szene setzt, ihm da hilft, das Spiel besser zu verstehen. Ich mag das Signing. Es ist aber auch nicht perfekt. Chris Paul ist kein besonders guter Shooter. Man muss aufpassen, dass man ihn nicht mit Sohan spielt, weil dann das Spacing schlecht wird. Also so ganz, ganz optimal ist es jetzt auch nicht. Jonas Valanciunas wechselt zu den Washington Wizards, verstehe ich jetzt nicht zu 100%, nachdem sie Center Alex Saar letzte Woche erst gedraftet hatten, aber im Vakuum ist das schon ein sehr fairer Deal. Ich mag JV als Spieler, hätte ihn gerne bei den Lakers gesehen und natürlich werden die Pelicans ihn auf der 5 extrem vermissen. Er wird dem schlechtesten Rebounding-Team der NBA letzte Saison helfen, er wird eine Menge Erfahrung mitbringen und vielleicht hilft der Saar ja auch, nicht Abend für Abend gleich die größten und schwersten Spieler im Game verteidigen zu müssen. Kommen wir zu einem weiteren Big Man, Mason Plumlee wechselt zu den Suns und auch das ist ein kleiner Deal, den ich aber eigentlich voll cool finde. Phoenix hatte riesigen Nachholbedarf auf der 5 und auch wenn Plumlee kein Game Changer oder Starting Caliber Center in der NBA ist, bringt er Größe mit, Rebounding, etwas Passing, einen guten Touch am Korb und etwas Shotblocking. Eric Gordon wird die Phoenix Suns verlassen und zu den Philadelphia 76ers wechseln, cooler Deal für sie, aber jetzt auch kein herber Verlust für Phoenix und apropos Sixers, diese werden Nicholas Batum verlieren, das ist ein richtig herber Verlust für sie, das tut richtig weh. James Harden wird einen neuen Vertrag bei den Clippers unterschreiben, 2 Jahre, 70 Millionen Dollar, keine Überraschung hier, faire Bezüge und für beide Seiten ein Win. Dann ging's weiter mit den richtig guten News für die Sixers-Fans. Und nein, damit meine ich nicht diese News, sondern dass Kelly Oubre Jr. einen 2-Jahres-Vertrag über 16 Millionen Dollar unterschreiben wird. Er war so gut für Philly letzte Saison, als Point-of-Attack-Defender, als jemand mit edel Rollenspieler-Skills ohne Ende, als ordentlicher Shooter, er kann Closes attackieren, extra Pässe spielen, gut cutten, liebt die Transition, ein ordentlicher Finisher am Korb, jemand, der das Team einfach besser macht, wenn er auf dem Parkett steht. Was uns zu zwei der letzteren beiden größeren Moves der ersten Free Agency Zeit bringt und diese beinhalten das erste Matchup der diesjährigen NBA Playoffs zwischen Dallas und den LA Clippers. Denn Derrick Jones Jr. wird von den Mavs zu den Clippers wechseln und dort einen Vertrag über 3 Jahre und 30 Millionen Dollar unterschreiben. Es deutete eigentlich relativ lange eine Menge darauf hin, dass die Mavs ihren Breakout-Wing zum Bleiben überzeugen können, dieser wechselte allerdings erst letzte Woche seine Agency und hatte wohl andere Pläne. Der Starting-Job in LA als Paul George-Ersatz, da konnte er wohl nicht Nein sagen. Nachdem die Mavs den Vertrag von Tim Hardaway Jr. klasse loswerden konnten und sich dabei sogar noch mit Quentin Grimes verstärkten, hätten sie eigentlich die komplette Non-Taxpayer-Mid-Level-Exception für Derrick Jones Jr. zur Verfügung gehabt, dieser wollte aber anscheinend einfach nicht bleiben. Ich mag den Deal für die Clippers, Jones Jr. spielte ein klasse Jahr letzte Saison, aber er spielte es eben auch an der Seite von Luca, welchen immer wieder fütterte und in Szene setzte. Warten wir mal ab, wie das bei den Clips aussieht. Die Mavs fackelten aber auch nicht lange rum, so wie das eigentlich lange Zeit immer typisch für sie war, sie handelten schnell und wie. Man einigte sich bereits kurz Zeit später mit Najee Marshall auf einen Deal über 3 Jahre und 27 Millionen Dollar, bekommt hier einen besseren Spieler als Derrick Jones Jr., der besser reinpasst und weniger kostet, ich meine, was will man mehr? Ich liebe diesen Deal für die Mavs, wir reden über einen 39% Shooter von Downtown in der letzten Saison, einen großen athletischen klasse Defender, der in meinen Augen wunderbar an die Seite von Doncic und Irving passen wird. Derrick Jones Jr. spielte seine herausragende Saison für sie und war wichtig für den Run der Mavs bis in die Finals, dort war er eben leider aber auch nicht so wirklich spielbar, das sollte bei Marshall anders sein. Und das Beste daran, dieses Signing ändert nichts an den Plänen und Möglichkeiten der Mavs, Klay Thompson zu holen. Sie sind immer noch in der Lage dazu, den 4-maligen NBA-Champ zu sein und was man so hört, werden sie wohl auch einer der Favoriten dafür sein. Klay wird die Dubs, wie es aushört, verlassen und die Lakers und Mavs gelten als die beiden großen Favoriten, mit den Clippers und Magic als weitere Option. Da dürfen wir, denke ich, auch gespannt sein, wie es weitergeht. Was Klay macht, wird er natürlich auch mit beeinflussen, wie groß der neue Vertrag von LeBron bei den Lakers ist. Mal schauen, was mit Hartenstein passiert, ob es irgendwelche größeren Trades gibt in den nächsten Tagen und Stunden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und zu guter Letzt, morgen kommt dann die große Analyse zum Paul George Trade in einem extra Video, weil ich da einfach etwas ausführlicher drüber reden möchte. Er ist der große Gewinner, weil er den Max bekommt, die Sixers sind ein Gewinner mit Abstrichen und die Clippers sind der große Verlierer in meinen Augen, so viel kann ich schon mal sagen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.